wissen nicht, wie das Leben geht und wir sind alle Suchende. Und das verdanken wir dem Umstand, dass wir ein Hirn haben, was nicht von Anfang an so programmiert ist, dass wir wie so ein Automat durchlaufen. Und trotzdem ist es dann eben auch immer ein Handicap, so ein formbares Hirn zu haben, was man dann so benutzen kann, dass man glücklich wird, aber manchmal ja auch unglücklich wird im Leben. Man kann mit so einem schönen plastischen Gehirn sich auch ziemlich verirren. Also als Einzelner kann man sich verirren. Ihr kennt wahrscheinlich alle Freunde, Bekannte, die sich irgendwie verirrt haben dabei, auf der Suche nach dem Glück irgendwo gelandet, beim Alkohol oder bei anderen schwierigen Themen. Und ihr kennt vielleicht auch wenige, so viele sind das nämlich gar nicht, die irgendwie so leben, dass man sagt, wow, wie hat der denn das gemacht? Irgendwie ist das gelungen, das gefällt mir.